Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Achtung Buch, die Sendung für spannende Buchvorstellungen. Und heute darf ich Ihnen ein Buch ans Herz legen, das liest sich fast wie ein Kriminalroman, beruht aber auf einer wahren Tatsache, auf einem Ereignis, das wir alle in unserem Kollektiv gespeichert haben, nämlich um den Untergang der Titanic. Um dieses Schiff ranken sich viele Mythen und Legenden, aber mein heutiger Gast, Gerhard Wisniewski, hat sich dieses Thema schon vor vielen Jahren zur Brust genommen und herausgekommen ist dieses Buch, Das Titanic-Attentat. Und ja, klingt im ersten Fall im Moment natürlich total abwegig und absurd. Was soll da anders sein? Aber ich kann Ihnen eins versprechen. Nach der Lektüre dieser 400 Seiten harter, recherchierter Fakten sehen Sie das Ganze vielleicht in einem ganz anderen Licht. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie jetzt bei dem Gespräch mit Gerhard Wisniewski. Und es geht um das Titanic-Attentat. Hallo Gerhard, einen schönen guten Tag wünsche ich dir und vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, in dieses ja so spannende Thema einzusteigen. Hallo. Hallo Robert, freut mich auch. Ich habe gerade nachgedacht, es ist wirklich auch, glaube ich, jetzt über 11 Jahre her, dass wir unser erstes Interview gemacht haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch damals dein Buch, das du 2012 zum ersten Mal rausgebracht hast. Und 11 Jahre später sitzen wir wieder da. Warum jetzt das Buch nochmal? Über die Titanic meinst du? Das war damals 2012, ja. Das war der 100. Jahrestag. Und das Buch war sehr, sehr schnell vergriffen, wurde dann aber nicht neu aufgelegt von meinem damaligen Verlag. Und das hat mich ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil ich bekam jetzt also dauernd E-Mails in all diesen Jahren. Wo ist dieses Buch? Wo kann ich dieses Buch kaufen? Also von Lesern oder von Lesern anderer Bücher von mir. Und bei eBay oder auf anderen antiquarischen Portalen kostet es 100 Euro oder 150 Euro. Und haben Sie nicht noch eins übrig und so? Und das hat mir klar gemacht, dass es wohl besser wäre, dieses nochmal zu relaunchen, dieses Buch. Es ist auch ein bisschen damals untergegangen, wie gesagt, weil es wurde nicht neu aufgelegt, warum auch immer, weiß ich nicht. Und deswegen das Buch, das Potenzial, das das Buch hatte, und da rede ich jetzt keineswegs nur von dem Umsatzpotenzial oder sowas, sondern von dem journalistischen Potenzial, von dem von dem Informationspotenzial, ist das noch lange nicht ausgeschöpft gewesen, diese Geschichte, ja. Also für die allermeisten Menschen ist das völlig neu und irre und wahnsinnig, was da drin steht. Aber wie immer ist es halt sehr gut recherchiert, aus meiner Sicht, ja. Und deswegen habe ich mich mit dem Kopfverlag entschlossen, das zu relaunchen. Jetzt zum 111. Jahrestag ist ja auch eine ganz interessante Zahl. Ich erinnere mich sehr gut an das Buch und ich habe es auch, glaube ich, schon zweimal gelesen, wenn nicht noch öfters drin rumgestöbert. Wenn man zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert wird, dass die Titanic eben nicht durch einen Unfall gesunken sein soll, sondern dass da eine gewisse Verschwörung dahinter steckt, ein gewisses Attentat, wie du auch in dem Titel schreibst, das Titanic-Attentat, dann kommt einem das natürlich im ersten Moment vollkommen abwegig vor. Also es ist wirklich wie so, okay, hier brennt der Aluhut, ja. Aber wenn man dann anschaut, wenn man anfängt zu lesen, und das sind ja 400 Seiten, dieses Buch, vor allem die ersten 100 Seiten sind ja nur alles, was im Vorfeld schon passiert ist, da wird man dann schon mehr als hellhörig. Und wenn man dann in die Details geht, was zum Untergang geführt haben kann und wie die ganzen Untersuchungen und so weiter stattgefunden haben, dann bleibt da mehr als nur ein großes Fragezeichen übrig, sondern wirklich auch so, da wird man, das ist wie ein Krimi, das liest sich wie ein Krimi, wie ein Kriminalroman. Und danke. Wir alle haben dieses Thema natürlich als Kinder schon in Filmen gesehen und dann auch ganz groß der Film von James Cameron aus den 90er Jahren, der das Ganze natürlich nochmal ins Kollektiv gehämmert hat, wie das gewesen sein soll. Du gehst in dem Buch auch sehr auf den Film ein, welche Bilder dieser Film platziert hat. Und also eine sehr spannende Lektüre und ich freue mich, dass wir das in dieser kurzen Zeit, vielleicht schaffen wir das ja in dieser kurzen Zeit so ein bisschen aufdröseln. Also lass uns auf die Reise gehen nach 1912 und
Wo fangen wir denn da an? Also im Vorfeld zu diesen Schiffen gibt es ja einiges zu berichten in Bezug auf den Wettbewerb, der stattgefunden hat im transatlantischen Rennen. Also speziell auch die White Star Line, die Gesellschaft, die Titanic besessen hat, von J.P. Morgan, dem legendären Finanzier und Großmagnat. Und auf der anderen Seite die Cunard Line, die englische Flotte, die bis dahin eigentlich immer so Rule Britannic, Britannic rules the world, die hat das Heft in der Hand gehabt. Was kannst du uns denn da zu der wirtschaftlichen Situation sagen, was im Vorfeld wichtig ist? Also ich fange mal an, warum die meisten Leute so schockiert sind, wenn sie diese These auch hören oder sich das nicht vorstellen können, ist natürlich, weil ihnen komplett der Kontext fehlt und weil ihnen niemand den Kontext erzählt hat, in welchem Kontext das Boot eigentlich gesunken ist, nicht nur in welcher Umgebung, also nautisch, sondern auch politisch und wirtschaftlich, in welcher Umgebung dieses Boot gesunken ist. Und das fing damit an, dass also J.P. Morgan, der damals größte Banker der Welt, von dem es ja heute noch Banken gibt, ja, in den USA, ein US-Banker, auf Befehl quasi des US-Präsidenten angefangen hat, britische Schifffahrtslinien zu kaufen. Und das war jetzt nun gar kein Spaß, sondern das war eine Kriegserklärung an das britische Empire, weil die Großbritannien sich bekanntlich auf seine Seemacht stützte und da sehr stolz drauf war, und nicht nur stolz, sondern das waren ihre Kronjuwelen, strategisch, wirtschaftlich. Und jetzt kommt da so ein Ami sozusagen, in Anführungszeichen, und kauft die Juwelen der britischen Handelsflotte auf, also Schifffahrtslinien, und fängt dann an, auch noch die größten Schiffe der Welt zu bauen für diese jetzt amerikanischen Schifffahrtsgesellschaften. Und das fanden die Briten jetzt überhaupt nicht lustig. Und dann gab es, dann hat er also erstmal die Olympic gebaut, ein Schwesterschiff der Titanic. Das nannte sich ja Titanic-Klasse, Olympic-Klasse, dann nach dem ersten Schiff dieser Bauart, also Olympic, Titanic und dann Gigantic. Und diese Olympic machte sich eines Tages auf die Reise mit 800 Passagieren an Bord und fuhr Richtung Süden aus einem Delta, aus einer Bucht heraus, direkt an der Einfahrt zur britischen Navy vorbei. Und wie es der Zufall, der dumme Zufall so wollte, wollte da ein anderes Schiff der Navy gerade reinfahren. Und diese Besatzung dieses Navy, dieses Kriegsschiffes, hat also sich dummerweise da ganz schlimm vertan und hat die Olympic also voll gerammt. Dummerweise hatte jetzt dieses Kriegsschiff auch noch dafür einen Rammsporn. Also eine uralte Waffe, so die kennt man eigentlich nur noch aus Sandalenfilmen bei Galeeren oder so. Ben-Hur, ja. Unter Wasser einen Rammsporn ist dieses Ding der Olympic voll reingefahren. Und dadurch war dieses Schiff praktisch hinüber. Ja. Lass uns genau mal auf diesen Punkt gehen. Du sprichst von dem 20. September 1911, also ein halbes Jahr, bevor die Titanic zu ihrer sagenhaften Jungfernfahrt aufgebrochen ist. Die Olympic hatte bis dahin schon 4 erfolgreiche Atlantiküberquerungen hinter sich. Das war ja das Schiff, das aus dieser Klasse zuerst vom Stapel gelassen worden ist, und hat an dem Tag die Reise angetreten zu ihrer 5. Transatlantiküberquerung. Und da kam es dann eben zu der HMS Hawke, also Her Majesty's Ship, HMS ist die Abkürzung immer. Und dieses Schiff hat in einer unglaublichen nautischen Fehlleistung das Heck der Olympic tangiert und dabei auch schwer beschädigt. Jetzt muss man dazu sagen, also das war ein englisches Kriegsschiff. Und die Umstände zu diesem Manöver und auch die Untersuchung des Ganzen, die geben dem Ganzen schon mal einen recht merkwürdigen Touch. Was kannst du uns denn da zu dieser Untersuchungskommission sagen? Nun ja, also es war so, dass also diese Hawke von hinten kam und war am Überholen der Olympic und wollte auf die andere Seite der Olympic wechseln. Und ist dabei dummerweise also zu früh abgebogen und ist voll in das Heck der Olympic hineingerammt. Und dazu muss man wissen, das verstößt schon gegen sämtliche Seefahrtsregeln, weil vorausfahrende Schiffe Vorfahrt haben. Ja,
Das heißt also, die nachfolgenden Schiffe müssen auf diesen Verkehr achten und dürfen da nicht einfach wahnsinnig abenteuerliche Manöver vollführen. Und das Zweite ist, dass dann behauptet wurde von der Besatzung des Kriegsschiffes, ja, also das wäre halt das eine gewesen und das andere wäre, dann hätte also auch noch das Steuerrad das Ruder geklemmt, der Hawk, ja. Und dann, also wie so ein Wochenendsegler, der alle zwei, einmal im halben Jahr segeln geht, der weiß noch nicht, was Steuerbord und Backbord ist, ja, soll der auch noch das verwechselt haben, der Steuermann, der Hawk. Und das Ruder hätte geklemmt. Und ja, man hat es dann hinterher untersucht und hat festgestellt, an dem Ruder fehlte gar nichts. Man konnte diesen Fehler nicht wieder reproduzieren, nicht herstellen. Ja. Und jetzt lag die Olympic da im Kanal und das Heck sackte ab. Die 800 Passagiere mussten von Bord, deren Tickets mussten ausbezahlt werden. Und mit weiteren Reisen dieses Schiffes war natürlich auch erstmal Essig. Ich Denn wenn, fand dann hätte man interessant, das reparieren müssen, ja. das Ergebnis des Untersuchungsausschusses, das kam im Dezember 2012, also erst viel später, also irgendwann nach der Titanic-Katastrophe dann eben auch, und kam zu dem Ergebnis, dass die Olympic die alleinige Schuld an diesem Unfall hatte. Also das Schiff ist geradeaus gefahren, hatte einen Lotsen an Bord, der unabhängig das Schiff mehr oder weniger im Kanal hier kommandiert hatte, und obwohl ein anderes Schiff ihm fälschlicherweise in das Heck gedonnert ist, hat die Ja. Olympic und damit natürlich die White Star Line den Schaden bekommen. Keine Ersatzausfälle, keine Schadensersatzansprüche und so weiter. Das war ein finanzielles Desaster eigentlich, diese Situation Ja, für die. denn man muss ja überlegen, wenn die Krone, die Olympic zu Schrott fährt, dann hat die Krone kein Interesse, den Schaden zu bezahlen, sondern das war ja der Sinn der Operation, dass die White Star Line in Schwierigkeiten gerät, ja. Und man muss sich das vorstellen, wie heutzutage so Autobumserbanden, ja, die einem hinten reinbrettern und dir dann die Schuld geben, dass du da vorne aber gestanden oder hast oder gefahren bist. Also man Nichts anderes war das, ja. ein Riesenschaden, das Loch 3 mal 8 Meter, also das hat das Schiff jetzt nicht zum Untergang gebracht. Das konnte also im Hafen, in den Hafen geschleppt werden, aber ist natürlich dann erstmal 6 Wochen ausgefallen. Die Titanic, die noch im Trockendock war, musste quasi das Dock verlassen und dann die Olympic rein, was auch wiederum einen Ausfall für die Titanic bedeutet hat, später erst auf See und so weiter und so fort. Also finanziell ein Riesendesaster. Man sieht es auch von innen, wie das aus, die ganzen Spanten verzogen. Aber was war denn der eigentlich große Schaden an diesem Schiff? Warum war das für die White Star Line so ein gigantischer Verlust? Man hätte es ja eigentlich dann auch reparieren können. Ja, man kann eben bestimmte Sachen nicht mehr wirtschaftlich reparieren. Wir kennen das ja, diesen Ausdruck als wirtschaftlichen Totalschaden. Ja. Und hier war es so, dass der Kiel verzogen war des Schiffes, dass das Schiff also in seiner Struktur beschädigt war. Nicht nur an dieser lokalen Stelle. Man muss sich ja auch vorstellen, das Schiff würde ja nicht nur aufs spiegelglatter See fahren, wie an diesem berühmten Abend, wo es dann versank, ja. Sondern es gibt ja auch Windstärken 8, 10 und 12. Und es gibt auch 10 Meter hohe Wellen und nicht nur 1 Meter hohe Wellen. Und für sowas muss so ein Schiff natürlich stabil sein. Und das war also nicht mehr gegeben und es wäre auch nicht mehr wirtschaftlich herzustellen gewesen. Okay, also die White Star Line war unter massivem finanziellen Druck. Das ganze Unternehmen war aufgebaut mit aufgeblähten Finanzstrukturen. Also die standen eigentlich, es war ein Unternehmen kurz vor der Pleite. Und die These, die jetzt da eben in deinem Buch angestoßen wird oder in deiner Argumentation auch eine, ja, du sagst, die wahren Hintergründe der Katastrophe, dass aus dieser finanziellen Situation heraus, auch mit dem Hintergrund, dass die Krone einen aktiven Angriff gegen die White Star Line gefahren hat, also die englische Krone hat aktiv versucht, dieses Schiff da hier zu zerstören, dass dann die White Star Line gesagt hat, okay, jetzt sind die Bandagen ab, jetzt kämpfen hier Bare Knuckle Fist, ja, also ohne Bandagen, mit den harten Knöcheln, jetzt schlagen wir zurück. Und daraufhin kam dann der Gedanke, hier einen gigantischen Versicherungsskandal auf den Weg zu bringen. Ja, also gut, ich meine, bei der White Star Line hat man natürlich gesagt, was können wir jetzt machen? Die Krone, es war klar, dass sie nichts zahlen würden, ja, auch wenn das Ergebnis der Untersuchung erst später feststand, aber es war klar,
Die weigerten sich, ja. Und die White Star Line hat auch begriffen, und auch JP Morgan und auch Kapitän Smith, das hier ist Krieg. Das hier war kein Unfall, ja. So wie unser einer das begreift, wenn ihm hinten ins Auto ein Autobumser reinfährt und dann näher drüber nachdenkt, dann wird er sich fragen, das soll ein Unfall gewesen sein, der ist doch bewusst da reingefahren, ja. Und so war das bei denen auch, die haben begriffen, das hier ist Krieg. Wir werden kein Geld kriegen für die Olympik. Die Olympik ist nicht mehr uneingeschränkt seetüchtig. Die muss praktisch verschrottet werden. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, wir kriegen nur dann Geld, wenn ein Versicherungsschaden auftritt. Das ist in diesem Fall nicht so, weil es gab ja einen Verursacher, der haftet. Nämlich die britische Regierung hätte haften müssen. Die wollte aber nicht haften. Und daher überlegte man, okay, haften kann nur dann jemand, wenn es ein Unfall ist, nämlich eine Versicherung, ein richtiger Unfall. Und da müssen wir halt Folgendes machen, wir müssen diese angeschlagene Olympik notdürftig reparieren und mit der Titanic austauschen und die Olympik als Titanic auf die Reise schicken, und zwar auf eine Reise ohne Wiederkehr, ja. Weil was auch noch dazu kommt, was ich ja gelesen habe, dass sogar die Gefahr bestand, dass diese sogenannte Titanic, die eigentlich die Olympik war, in den USA stillgelegt worden wäre, quasi vom Schiffstüff aufgrund dieser Schäden. Ja. Und schon deshalb durfte auch diese sogenannte, die Pseudo-Titanic nicht dort ankommen. Ja. Okay, verstehe. Also, dass die White Star Line sogar sich der Gefahr ausgesetzt sah, das Schiff mehr oder weniger, ja, dass das konfisziert wurde oder stillgelegt wurde in einem fremden Hafen und das konnte dann nicht mal mehr abgefragt werden oder benutzt also werden. Also das wäre ja das Superdesaster gewesen. Ja. Neben dem finanziellen Desaster noch so eine riesen Ohrfeige, ja. Also, hey, Schiffe der White Star Line werden schon aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Wer möchte solche Schlagzeilen lesen über sein Unternehmen? Aber jetzt mal ganz das konkret, das klingt ja absolut abenteuerlich, dass man zwei Schiffe quasi austauscht und dann das eine absichtlich versenkt und damit die Versicherungssumme zu bekommen. Ist denn so etwas überhaupt möglich? Also wir sehen hier zwei Schiffe nebeneinander, wobei man nicht mal sagen kann, was ist jetzt die Titanic und das ist die Olympik. Das ist am 6. April 1912 aufgenommen, dieses Bild. Beide liegen im Hafen und wie soll sowas stattgehen? Ein Tausch von einem Schiff, das ist ja sicherlich nicht nur der Name, der da geändert werden muss und das Geschirr, wo vielleicht noch was draufsteht. Also vorausschicken möchte ich, um den Unglauben sozusagen etwas zu dämpfen über diesen Plan und diesen Versicherungsbetrug, das ist in der Schifffahrt gang und gäbe. Das kommt dauernd vor. Ja, es gibt keinen besseren Ort für einen Versicherungsbetrug als die offene See. Ja, okay, ja. Weil meistens ist das Corpus Delicti dann weg, verschwunden. Ja, was den Austausch angeht, das ist meiner Meinung nach kein großes Problem gewesen, weil die Schiffe waren zu 99% baugleich, ja. Und man muss sich das vorstellen, sorry, also als hätte jemand zwei alte VW-Käfer in der Garage und würde halt das Nummernschild umhängen, sozusagen, ja. Und vielleicht noch ein paar Sachen, Gegenstände austauschen, wo dummerweise der Name zu groß draufsteht, ja. Aber selbst das würde niemanden irritieren, wenn jemand auf der Titanic irgendeinen Gegenstand mit der Olympik, dem Olympic-Namen vorgefunden hätte. Dann hätte man auch wahrheitsgemäß sagen können, ja, wissen Sie, wir tauschen hin und wieder Gegenstände zwischen den Schiffen aus, wenn gerade was gebraucht wird oder so. Ja? Und das würde auch jeder mit einem alten Käfer, mit zwei alten VW-Käfern in der Garage so machen, wenn man da eine Lichtmaschine braucht und bei dem einen, dann nimmt man sie halt kurz aus dem anderen raus, ja. Also an dieser Stelle kommt natürlich dann sofort das Argument, ja, aber wir waren doch schon oft unten bei dem Wrack. Allein James Cameron ist, glaube ich, schon fast 30 Mal zur Titanic runtergeraucht. Der scheint da wirklich sehr obsessiv von dem Schiff gefangen zu sein. Und es wurden ein paar tausend Objekte mittlerweile vom Meeresboden gehoben. Und da sollen ja dann auch die ganzen Nummern und Namen von der Titanic draufstehen oder zum Beispiel das Schiff, das dann, also wenn die Titanic wirklich gesunken ist
Und das andere Schiff, die Olympic, länger gefahren ist, ich glaube 1935 oder 36 wurde die dann Ja. abgewrackt. Alles, was von diesem Schiff dann mehr oder weniger in Museen gelandet ist, da steht ja dann die 400 drauf, was die originäre Nummer für die Olympic war. Lässt dich das irgendwie aufklären, journalistisch, dass du da eine Lösung hast für diese? Ja, also meine Quellen besagen, die sind jetzt schon etwas älter, aber man hat schon in den ersten Jahren 3600 Gegenstände geborgen aus dem Wrack, und auf keinem einzigen dieser Gegenstände stand angeblich der Name Titanic drauf. Ja, wir haben aber noch ein Problem dabei, nämlich, dass man nur ganz wenige von diesen Gegenständen veröffentlicht hat oder Aufnahmen davon. Die meisten sind erstmal oder auch für immer geheim geblieben. Also da gab es keine Fotos, nichts, ja, sondern nur 150 wurden zunächst veröffentlicht von den 3600. Inzwischen sind es wahrscheinlich 5000 oder mehr Gegenstände. Ja, ist auch die Frage, wieso haben Sie das nicht? Wieso haben Sie die nicht alle katalogisiert? Wieso kann ich nicht einen Katalog kaufen von allen Titanic, wie sage ich denn, Reliquien oder so? Ja, es gibt da einen Markt dafür. Es gibt viele Liebhaber. Das Ganze ist ein globales Thema. Also, warum gibt es da nicht einen Katalog oder sowas von allen geborgenen Gegenständen? Ja. Und dann, was die Baunummern angeht, man findet auf diesem Titanic-Wrack natürlich auch Baunummern von der Original-Titanic, weil die war ja damals noch im Bau, noch nicht ganz fertig, aber schon weitgehend. Die hatte neue Bauteile und da hat man halt einige genommen, um die kaputte Olympic zu reparieren. Deswegen ist das kein Beweis, dass da die Titanic liegt. Ganz einfach. Ja, es ist schlicht und einfach sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, die genaue Identität festzustellen. Aber es gibt ein paar forensische Beweise tatsächlich. Zum Beispiel hatte die Olympic eine graue Grundierung unter ihrer schwarzen Rumpffarbe, ja, die Titanic aber nicht. Und das Wrack, was unten liegt, hat diese graue Grundierung unter der schwarzen Rumpffarbe. Das sind der nächste Punkt ist, normaler, die Schiffsnamen waren eigentlich in die Stahlplatten des Rumpfes eingraviert worden. Und das Wrack, was sich dort unten befindet, dessen Schiffsname wurde draufgenietet, die Buchstaben, also als Metallplatten. Die sind aber teilweise runtergefallen und darunter kamen andere Buchstaben zum Vorschein, zum Beispiel ein M und ein P. Jetzt ist halt die Frage, was macht ein M und ein P Wort in dem Titanic. Namen Titanic, ja? So, also die Sache ist aus meiner Sicht vollkommen klar und aufgeklärt, ja. Okay, lass uns gleich mal zum Unfallort selber gehen, also zum Tag des Untergangs dieses Schiffes. Es fällt mir natürlich jetzt schwer, die Titanic zu sagen, wenn wir schon so weit sind, dass wir sagen, dass dieses Schiff Sag doch welches. Pseudo-Titanic klingt gut, Pseudo-Titanic. ja. Wenn wir dieses Bild nämlich vor Augen haben, das Schiff steuert in das Eisfeld hinein, der Kapitän hat quasi auf Druck der Linie noch einen Kessel angeschmissen, damit man noch schneller wird. Also die ganzen Mythen, die um das Schiff gesponnen worden sind, die kommen ja dann automatisch vor Augen, wenn man sich das Ganze nochmal Revue passieren lässt. Und was war denn dann die wirkliche Ursache? Also wenn du sagst, das war ein Versicherungsbetrug, man wird da jetzt nicht dann mit dem Eisberg spekuliert haben, sondern so, wie ist das dann da abgelaufen in dieser Nacht deiner Recherche nach? Nun ja, also es ist praktisch unmöglich, so ein Schiff durch einen Eisberg zu versenken, selbst wenn man voll dagegen brettert. Ich habe mir die ganze verfügbare Geschichte der Eisunfälle angeschaut. Da gibt es in Großbritannien Aufzeichnungen, Listen von Eisunfällen, die 200, 300 Jahre zurückreichen. Es gibt vielleicht allenfalls ein, zwei Fälle, wo wirklich ein Schiff durch einen Eisberg mit Mann und Maus gesunken ist, ja. Und nun soll dieses Megaschiff durch einen Kontakt mit einem Eisberg unrettbar versunken sein. Das ist in der Geschichte der Seefahrt praktisch einmalig. Die Schiffe, die mal vielleicht gesunken sind auf diese Art und Weise, waren ja, das war ein, zwei, 300 Jahre vorher. Das waren ganz andere Schiffe, ja. Und überdies konnte man oft sehr viele Leute retten, dadurch, dass man dann diese Leute auf den Eisberg gesetzt hat. Nur wo war hier jetzt der Eisberg? Da wurde niemand auf den Eisberg gesetzt.
Also so nah kann er nicht gewesen sein, ja. Und was ich eben auch festgestellt habe, ja, man hat immer versucht, dieses Bild zu erzeugen der Besatzung, die halt aus eine Mischung aus Hybris und Ahnungslosigkeit in dieses Eis gebrettert ist, ja. Und ich habe mir dann mal die Eiswarnungen angeguckt, die die Titanic bekommen hat per Funk. Ganz einfach von vorausfahrenden Schiffen. Das muss man sich ja vorstellen wie Perlen auf einer Schnur, ja, diese Nordatlantikroute. Und das waren auch jetzt nicht Warnungen, wo es hieß, ey, da ist Eis auf eurer Route. Nein, sondern das waren also Warnungen mit Koordinatenangaben, manchmal sogar mit Planquadraten, wo das Eis gesichtet wurde. Und es wurde ja dann immer so getan, als hätte die Titanic die verschlampt, die Warnung, als wären die unter den Tisch gefallen, als hätte man die nicht beachtet und so weiter. Das ganze Gegenteil ist richtig. Die Titanic hat nicht diese Eiswarnung ignoriert. Ganz im Gegenteil, sie hat sich danach gerichtet. Sie hat danach navigiert. Sie ist nach diesen Eiswarnungen in das dickste Eis reingefahren. Allerdings nicht, um einen Eisberg zu rammen, weil das wäre niemals eine sichere Bank gewesen, um zu sinken, sondern um die Kulisse herzustellen, weil wir wissen ja, wie Medien funktionieren und das menschliche Gehirn. Schiff sinkt rundherum Eisberge. Ach so, ja, alles klar. Also ja, prima facie ist der Fall dann schon plausibel. Verstehe. Okay, aber was war dann die eigentliche Ursache? Hat man das Schiff einfach nur geflutet oder du schreibst da auch von einem schwelenden Kohlefeuer, von einem Schwelbrand in einem der Bunker, die auch schon beim Start so vor sich hin geflackert haben sollen? Ja, also es ist halt so, warum fährt jemand mit einem brennenden Schiff los? Ist unmöglich, geht gar nicht, darf nicht. Schiffsbrände sind das Gefährlichste, was es überhaupt gibt, aus naheliegenden Gründen. Niemand kann sich wirklich entfernen. Es gibt dann auch regelrechte Rauchfallen, wenn bestimmte Schiffe Teile des Schiffes vollqualmen. Da stirbt man innerhalb von wenigen Minuten. Es gibt nichts Gefährlicheres als Schiffsbrände. Gleichwohl hat man einen oder mehrere Kohlebunker brennen lassen, ja. Und zwar der Mechanismus sieht so aus, dass große Kohlehalden in Gefahr sind, unten so viel Druck zu erzeugen, dass dort unten in diesem Druckzentrum die Kohle anfängt zu brennen, zu glühen und zu schwelen, ja. Das kennt man nicht nur von Schiffen, sondern auch von Kohlehalden im Ruhrgebiet und so weiter. Das sind immer wieder solche Brände entstanden, ja. Und man hat jetzt bei der Titanic nicht dafür, bei der Pseudo-Titanic nicht dafür gesorgt, dass diese Brände vor der Fahrt gelöscht wurden oder diese Bunker geräumt wurden, sondern man hat das Feuer quasi bewirtschaftet. Und wie hat man das gemacht? Man hat immer von oben Wasser drauf gesprüht auf diese Kohleberge. Das muss man sich ja, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, was das für Schiffe waren. Die hatten richtige Kohlebunker, riesige Bunker, die voll mit Kohle waren, wo unten natürlich ein riesiger Druck entstanden ist, ja. So, und jetzt hat man also zwei, drei solche, ich glaube, es waren um die drei schwelenden Bunker quasi vorgehalten, die ganze Fahrt über. Und dann ist man in diese Eisberge reingefahren, ich sage das jetzt mal so flapsig, und hat sich gesagt, eigentlich eine super Stelle hier, wie durch die Eiswarnungen ja vorhergesagt. Unten geht es, ich glaube, 3800 Meter runter. Wäre das Schiff noch ein paar Kilometer weitergefahren, wäre schon der Festlandsockel gekommen und nur noch mit etwa 300 Meter Wassertiefe. Das wäre nicht so gut gewesen, ja. Und ja, dann hat man aus meiner Sicht das Schiff einfach vorne geflutet, also Seeventile geöffnet, sodass der Bug langsam absackte und das Wasser in das Schiff hineinlief. Nun ist halt das Problem, wenn eine große Menge Wasser so einen schwelenden Kohlebunker erreicht, dann entsteht ein Explosionsgas namens Wasserstoff, ja. Und dann hat es dieses Schiff regelrecht zerlegt. Also erst gab es eine Riesenexplosion vorne in den vorderen Kohlebunker. Dadurch sind regelrecht Menschen über Bord geflogen. Und dann gab es eine Doppelexplosion weiter hinten. Das war ein Doppelkohlebunker. Und das hat das Schiff zerrissen. Das ist der Grund, warum die Titanic eigentlich zerbrochen ist. Gab es dazu Zeugenaussagen? Hast du da irgendetwas gefunden? Weil so eine Explosion muss man ja eigentlich mitbekommen. Ne? Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Zeugenaussagen.
über Explosionen an Bord, dass ein Mann über Bord flog, dass als sie dann in den Rettungsbooten waren, es zwei eine Doppelexplosion gab und das Schiff auseinanderbrach. Ja. Dagegen gibt es nur ganz dünne Zeugenaussagen für eine Kollision mit irgendwas. Sondern da ist dann oft nur die Rede von einem Zittern. Dann ist davon die Rede, ja, es fühlte sich an, als hätten die Maschinen gestoppt. Was ich glaube, die haben bestimmt gestoppt an der Stelle. Ja. Oder dann andere wiederum sagen, ja, es war so, als wären die Maschinen auf rückwärts gestellt worden, was auch Sinn ergibt, weil man vielleicht gebremst hat an der Stelle, ja. Und also es war so unspektakulär, dass man sich fragt, ja, wo soll denn jetzt die Kollision eigentlich gewesen sein, ja? Da ist also nichts von den Tischen geflogen oder sowas, ja. Okay, also wir haben die Situation, das Schiff ist da kurz vor dieser Grand Bank of Newfoundland, also noch im Tiefwasser, fast 4000 Meter tief. Später wäre dann dieser Sockel eben schon und dann hätte man damals schon vielleicht das Wrack begutachten können. Also musste es noch im tiefen Bereich passieren, das Ganze. Aber da kommt natürlich dann dieser Gedanke, auch bei diesem absichtlichen Herbeiführen dieses ganzen Desasters, wollten die Passagiere dann einfach absaufen lassen, weil es waren ja von Anfang an nicht genügend Rettungsschiffe an Bord. Es musste ja klar sein, dass dann ein Großteil der Passagiere da zu Tode kommt. War das der Plan deiner Meinung nach, dass die White Star Line das in Kauf genommen hat oder gab es da ein anderes Prozedere? Man kann eigentlich nicht zu einem anderen Schluss kommen, als zu dem, zumindest zu dem, dass sie das in Kauf genommen haben, dass gewisse Passagiere dabei quasi über den Jordan gehen. Ja, weil, wie gesagt, es gab viel zu wenig Rettungsboote. Wenn man diese Operationen vorhatte, sollte man ja meinen, dass man wenigstens dafür sorgt, dass die Leute alle überleben. Aber genau das Gegenteil wurde gemacht. Ja, es wurden viel zu wenig Rettungsboote an Bord genommen. Aber nicht nur das, die Boote wurden auch nicht voll gemacht. Und nicht nur das, man hat die Leute noch mit Waffengewalt daran gehindert, die Boote zu betreten. Ja. Also wir haben auch ein völlig falsches Bild von dieser Titanic-Besatzung durch diese lächerlichen Propagandafilme von Cameron und so. Also diese Edelmänner in diesen schicken Uniformen, ne, diese tollen Typen und der Grand Seigneur, der Kapitän mit dem weißen Rauschebart, alles Ehrenmänner, ja, Pustekuchen, ja. In der Seefahrt geht es ein bisschen anders zu, etwas gröber sozusagen, ja. Und das Bild der Besatzung hat sich ganz schnell geändert im Rahmen dieses Ereignisses. Plötzlich haben die sich alle bewaffnet. Die haben Waffen aus bestimmten Kabinen geholt und haben dann Passagiere mit Waffen bedroht, nach manchen Zeugenaussagen auch erschossen. Ja, da gibt es Zeugenaussagen, da lagen Tote an Deck, erschossen. Und so haben die also einige wichtige Persönlichkeiten auch daran gehindert, in die Rettungsboote zu kommen. Erstaunlicherweise hat sich niemand von der Besatzung Gedanken gemacht über die Logbücher und die Seekarten. Das entspricht so einer Blackbox aus einem Flugzeug heutzutage. Ja, also die genaue Dokumentation des Fahrtweges, der Abläufe, das ist ja das Wichtigste für eine Unfalluntersuchung. Wird bei den meisten Unfällen sofort vom Kapitän oder von den Offizieren gerettet und irgendein Rettungsboot gegeben? Das ist ja nicht viel Platz. Da anscheinend nichts dergleichen. Man kann eigentlich folgende Faustregel ableiten. Also erstmal ist es völlig richtig, was du sagst. Die Seekarten und die Logbücher sind Beweismaterial über die gesamte Fahrt, die Maßnahmen, die Befehle und so weiter. So wie heute die Blackbox im Flugzeug. Ja. Und die Faustregel lautet, also ist die Besatzung schuld oder anders, ich erzähle es andersrum, ist die Besatzung an einem Unfall nicht schuld, dann stellt sie die Seekarten und die Logbücher sicher. Ja, also so war das früher. Heute gibt es ja elektronische Schreiber auch. Aber früher jedenfalls war die Besatzung nicht schuld. Dann war sie daran interessiert, Logbücher zu retten und Seekarten zu retten. War die Besatzung schuld, dann hat sie alles mit absaufen lassen. Das ist ganz einfach. Ja, weil sicherstellen konnte das Beweismaterial ja im Prinzip nur die Besatzung selber, die Schiffsführung. Und hier bei der Titanic hat nicht eine Seekarte überlebt, nicht ein Logbuch überlebt, obwohl es an Bord viele Logbücher gab. Das ist auch etwas, was viele nicht wissen.
dass so ein Riesenschiff, dass dort verschiedene Logbücher geführt werden in verschiedenen Abteilungen des Schiffes, ja. Hey, wieso ist denn jetzt nicht wenigstens ein Logbuch übrig geblieben? Ja? Ist das nicht seltsam? Was vor allem auch seltsam ist, die Titanic war ja nicht alleine in dieser Gegend. Es gab ja eine ganze Reihe von Schiffen, die da mehr oder weniger auch in dieser Region waren, teilweise nicht vor Anker liegen, teilweise im Wasser treibend, um eben den Tag abzuwarten, so hieß es offiziell, wegen den Eisbergen. Und ich sehe die Carpathia 58 Seemeilen entfernt, die Parisien 50 Meilen, die Kalifornien war in der Nähe, eine Birma gibt es da noch 70 Seemeilen entfernt. Was ist denn in Bezug auf die vermeintlichen Rettungsschiffe dann zu sagen bei diesem ganzen Vorgang? Also erstmal ist es so, dass diese Schiffe völlig anders reagiert haben als die Pseudo-Titanic. Die Kalifornien beispielsweise, die hat einfach für die Nacht die Motoren abgeschaltet, den Antrieb und hat sich ist liegen geblieben. Ja, weil es war auch eine mondlose Nacht. Man konnte unmöglich durch das Eis durchbrettern, ging gar nicht, weil es ging ja nicht ums Sinken, ging es ja nicht. Das habe ich ja schon gesagt, dass ein Schiff sinkt. Aber pardon, es gibt auch Schäden unterhalb des Sinkens, die sehr teuer sind oder sehr teuer sein können, ja. Wenn der Rumpf beschädigt wird, die Schrauben, was weiß ich, ja. Also die Bedingungen waren so, dass zum Beispiel die Kalifornien, ich glaube, in 20 Meilen Entfernung einfach dann abgewartet hat und beigedreht hat den Eisbergen und nichts mehr gemacht hat, nicht weitergefahren ist, ja. Dann andere Schiffe, zum Beispiel die Carpathia, die ja dann auch tatsächlich herangedampft ist, die war ja viel zu weit weg, leider, ja. Die hat mehrere Stunden gebraucht aus 58 Seemeilen und sowas, um überhaupt dorthin zu kommen. Und dann gibt es noch die berühmten Geisterschiffe. Da gibt es also Schiffe, die waren da in der Nähe und die haben nichts gemacht. Die waren, was heißt Nähe? Die waren in Sichtweite. Und haben laut Überlebenden die Lichter gelöscht. Alle Lichter gelöscht und sind stumm und still, quasi neben der Titanic getrieben, bis diese abgesoffen war auf gut Deutsch. Und dann sind sie abgedampft, ja. Ist das denn die Geschichte mit den Raketen, die eine falsche Farbe hatten, so nach Motto, die dachten alle, das sind ein Freudenfeuerwerk und keine Notraketen? Dass diese Geschichte wird auch immer wieder gerne erzählt. Ja, also das so, ich meine, man muss sich mal die Untersuchungen anschauen, was ich ja dann gemacht habe. Es gab eine britische und eine amerikanische Untersuchung, eine wunderbare Sammlung der dollsten Ausreden, die man je gehört hat. Ja, also unter anderem, dass man also die Notraketen für eine Feier gehalten hat, für eine Fete oder so, ja. Und anscheinend hatte man auch keinen Anlass gesehen, mal nachzufragen, bei der Titanic, ja. Was ist denn da eigentlich los bei euch? Ja. Und ja, so war das. Diese beiden Untersuchungsausschüsse sind sehr interessant. Der erste war vom 19. April bis zum 28. Mai, also insgesamt über 5 Wochen in New York vor dem US-Kongress. Da wurde sogar ein eigener Untersuchungsausschuss gegründet mit über 90 Zeugen. Der zweite Untersuchungsausschuss war dann in England beim Handelsministerium. Da wurden dann vom 2. April bis zum 3. Juli 2 Monate lang 100 Zeugen befragt mit 2000 Seiten Bericht. Der amerikanische Bericht hatte immerhin 1200 Seiten. Und was du da geschrieben hast, ist ja mehr oder weniger von Anfang an ein Mauern und ein Blocken und ein überhebliches Gebaren der Schiffsbesatzungen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht mehr, was interessiert Sie das eigentlich? So liest sich es mehr oder weniger in einem roten Faden. Genau. War das schon bezeichnend für das, dass da etwas ja, im Busch lag? Also man kann das gar nicht glauben, wenn man das liest, ja, wie diese Schiffsbesatzung, die überlebende Schiffsbesatzung, sehr viele haben überlebt von der Schiffsbesatzung. Also das ist ja eine Legende, dass der Kapitän also zuletzt von Bord geht. Übrigens, da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben das auch bei der Costa Concordia erlebt, ja, dem Kreuzfahrtschiff, das vor Italien gesunken ist. Nee, nee, nee. Der Kapitän geht nicht zuletzt an Bord, sondern zuerst, ja. Das ist die Realität der Seefahrt, Naja, ja. nicht immer, aber in dem Fall speziell hat sich's Ja, gezeigt, ja. also ich habe jetzt schon einige Schiffsunglücke mir angeguckt, da Ist nicht würde so mich nicht drauf verlassen. ehrenhaft der Kapitän immer, ja. Nein. Okay. Und
Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, dann zurück schnell nochmal zu dem Unglücksort mit den Schiffen drumrum. Die Geisterschiffe war ja der eigentliche Punkt, Geisterschiffe, ja. ja. Also du schreibst auch in dem Buch deinen Recherchen nach, gibt es Hinweise darauf, dass der Kapitän das Unglück überlebt hat und ja, wenn ich das jetzt richtig noch auf dem Schirm habe, von einem dieser Geisterschiffe dann mehr oder weniger an Bord genommen worden ist, weil der wurde nämlich irgendwann mal erkannt später, Richtig, ja, naja, genau. in New York. Also in Baltimore, Baltimore, ja. im Juli 1912 lief ein alter Schiffskamerad von Kapitän Smith, auch ein Kapitän, die zusammen sehr viele Jahre auf der Majestic gefahren waren, auf der Brücke, also die kannten sich wie sonst nur ein Ehepaar so ungefähr, ja. Der lief durch Baltimore, dieser Kapitän. Und wen trifft er da? Kapitän Smith, ja, von der Titanic, ja. Und dieser Kapitän Smith hat dann versucht, sich davon zu machen und ihn abzuschütteln. Ist also durch Gebäude gelaufen, in die Straßenbahn, aus der Straßenbahn raus und so weiter. Und irgendwann ist er dann durch eine Sperre durchgegangen und der andere, der Name fällt mir gerade nicht ein, hat dann zu ihm gesagt: "Hallo, Kapitän Smith" oder so. Und er sagte, er sei beschäftigt und bis wir uns mal wiedersehen, mach's gut, Schiffskamerad. Ja. Und das habe ich also auch nachuntersucht. Ich habe mir die Örtlichkeiten, soweit es ging, auf Karten, Bildern und so weiter angeschaut. Also der blieb auch immer bei seiner Aussage. Der war absolut geistig gesund. Also, gibt gar keine Frage. Und Aber es da kommt die passt auch Frage, Gerhard, insgesamt. da kommt natürlich sofort die Frage, wenn der Kapitän Smith von der Titanic, Pseudo-Titanic, an so einem riesen Vertuschungsmanöver beteiligt gewesen wäre, hätte der doch sich unkenntlich machen müssen, wenn er dann in die Öffentlichkeit geht. Der war ja charismatisch mit diesem weißen Bart, weißt du, so eine beeindruckende Persönlichkeit. Kapitän, wenn man ist, dann läuft man ja auch nicht mit dem gebückten Rücken rum, sondern man ist da ein gestandener Mann. Das war doch unvorsichtig von ihm dann, wenn nicht sogar dumm, sowas zu machen, Tja, oder? vielleicht ist er auch unvorsichtig gewesen. Natürlich darf man sich das nicht so vorstellen, dass er da jetzt in seiner weißen Kapitänsuniform rumgelaufen ist, Klar, ja, ja, logisch, ja. sondern so, er wird wie damals üblich einen dunklen oder schwarzen Hut aufgehabt haben, ja, Mantel, ja. und so, dass er einfach vielleicht in der Menge verschwinden konnte. Es wird auch nicht erwähnt, was mit dem Bart war jetzt, ja, bei diesem Treffen. Ob der andere ihn am Bart auch miterkannt hat oder nicht, also ob er den noch hatte, weiß ich jetzt nicht. Weiß Okay, man es schlicht ist auch nicht, ja. 1912, da gab es kein Facebook, kein Internet, da gab es keine Medien, Nein, die uns natürlich nicht. tagtäglich die Leute in der Yellow Press präsentieren. Wenn jemand von Captain Richtig. Smith gehört hat, hat er gehört, aber nicht unbedingt an Live-Bild von ihm gesehen. Ja, Du ist sprichst schon genau klar. den Ja. richtigen Punkt an. Es Ja. gab nur ganz wenige Bilder von dem. Die waren mal kurz in der Zeitung und dann waren sie wieder weg, ja. Und kaum ein Mensch hatte jetzt das Äußere dieses Menschen parat, ne? Also, Anders als heute, also. ja. Also wie gesagt, ich habe das Buch damals schon mehrfach gelesen und habe es jetzt für unser Interview nochmal durchgearbeitet. Und ich muss sagen, es klingt so absurd, wirklich so hanebüchen. Aber je mehr Seiten man umblättert, die von deiner Recherche dann eben zeigen, desto erstaunlicher wird das Ganze und auch wirklich so unfassbar, dass man in so einer Zeit so etwas machen konnte. Du sagst, es ist normal, ein Versicherungsbetrug auf der See, da kriegt keiner was mit. Aber was ist denn das für ein Umfeld gewesen, was das Ganze dann so machbar gemacht hat? Also, nee, ich muss anders anfangen. Dass es Menschen gibt, die über Leichen gehen, das wissen wir mittlerweile. Also die Geschichte ist voll, vor allem die letzten 30, 50, 100 Jahre wissen wir, dass es Menschen gibt, die sind so skrupellos, um ihre Ziele durchzusetzen, opfern die auch wie Kissinger 4 Millionen Vietnamesen oder Südostasiaten, egal. Aber das Umfeld von den Passagieren von der Titanic, das ist ja auch sehr, sehr rätselhaft, wenn nicht mysteriös, vor allem wenn wir die Passagiere selber anschauen, die bei dem Unglück eben verstorben sind. Guggenheim, Strauß und wie hieß der andere Milliardär noch? Da gab es drei der Reihe nach.
Astor. Astor, genau. Also drei Persönlichkeiten, die man heutzutage eigentlich zu den Multimilliardären zählen würde. Die hatten halt damals nur hunderte Millionen, aber das war halt viel, viel mehr wert. Also so die ganz großen Player, die ganz großen Spieler waren mit an Bord. Und Ja, sozusagen Bill Gates, Elon Musk und noch einer oder sowas, ja. so und Jeff Bezos, alle drei irgendwie Ja, kommen unter beim Brand der Yacht von Abramowitsch, was das für eine Riesennummer wäre, ja. Also was weißt du über die Hintergründe von diesen Personen und warum denkst du, war das den Mächten im Hintergrund vielleicht ganz recht, dass die verschwunden sind? also. Man kann kein exaktes Motiv da feststellen. Ich habe keins gefunden. Es wird immer behauptet, also der Inhaber der Titanic, der Schiffseigner JP Morgan, der größte Bankier der Welt, daran JP Morgan, der auch diese White Star Line gekauft hatte, der wollte ja die Federal Reserve gründen, also die sogenannte Bundesbank der USA. 1913 ist die dann gegründet worden, tatsächlich. Also ein Jahr später oder anderthalb Jahre später. Und das seien Kritiker gewesen, dieses Vorhabens, Astor und die beiden anderen. Aber das konnte ich nicht hart machen, ja. Also das waren beides oder alle drei waren keine Bankiers oder so, ja. Und man könnte da sicher noch weiter forschen, aber ich konnte jetzt nicht hart machen, dass die jetzt aus dem Weg geräumt werden mussten wegen der Federal Reserve Gründung. Okay. Es ist natürlich möglich, dass es ganz andere Geschäfte noch gab. Was heißt möglich? Natürlich gab es die Eisenbahnlinien und so weiter, Industrien, riesige Industrien, ja, über die diese Leute befehligt haben, ja. Die gehörten ja zur obersten Elite, wie schon gesagt, wie Bill Gates, Jeff Bezos und andere oder Elon Musk, ja. Und die wurden ja auch quasi auch nicht gerettet. Nein, man hat verhindert, dass sie gerettet wurden. In einem Fall konnte ich das auch nachweisen bei Astor. Also, der hatte seine schwangere Frau dabei, muss man sich mal vorstellen. Die durfte in ein Rettungsboot einsteigen. Und dieses Rettungsboot war gar nicht voll. Aber man hat den Astor daran gehindert, dort einzusteigen. Und wie ich schon sagte, war die Besatzung bewaffnet, ja. Und jetzt gibt es da eine wahnsinnig spannende Geschichte um seine Uhr. Und zwar, ist diese Uhr, man hat später seine Leiche gefunden, unter ganz anderen Umständen als zunächst behauptet. Ja, zunächst wurde behauptet, ja, der Herr Astor, der war im vorderen Bereich der Titanic und dann ist der Schornstein umgefallen und bumm, war der Herr Astor tot und er sei dann, sein Gesicht sei voller Ruß gewesen, der Leiche und so an Bord der Titanic, der Pseudo-Titanic, ja. Und dummerweise hat man ja die Leiche dann geborgen und da war also keine Spur von solchen Verletzungen, sondern er hatte also Gewaltspuren im Gesicht, wie von Schlägen praktisch, ja. Und das nächste war seine Uhr, das war das Interessante, denn die ist erst eine Stunde nach dem Untergang des Schiffes stehen geblieben. Nun habe ich allerdings untersucht, solche Uhren sind wenn sie mit Wasser, unter Wasser kamen, nach 10, 15 Sekunden tatsächlich schon stehen geblieben. Die laufen also unter Wasser nicht weiter. Das war so eine alte mechanische Uhr natürlich, ja. Und das heißt also, er muss tatsächlich das Sinken des Schiffes eine Stunde überlebt haben. Und dann, darauf weisen jedenfalls die Spuren hin, hat ihn jemand mit Gewalt Verstehe. ins Wasser befördert, wahrscheinlich von Bord eines Rettungsbootes, auf das er sich ja natürlich doch noch gerettet hat. Weil, Entschuldigung, also erstens mal geht es um mein Leben und dann ist da noch meine Frau mit einem Kind im Bauch. Ja, natürlich hat er versucht, an Bord noch eines Bootes irgendwo zu kommen. Ja, Vor allem, wenn die halb leer waren, wie wir ja wissen, dass viele na da klar. abgelegt sind. Also Das ist ja durchaus die auch so eine Möglichkeit. Frage. Das ist ja auch so eine Frage. Moment, also wenn ich zu wenig Boote habe, dann lade ich die doch wenigstens voll. Ja. Oder vielleicht tue ich auch 10% mehr Leute rein, weil die hatten natürlich eine gewisse Stabilitätstoleranz, die Boote. Ja, es war ja eine ganz ruhige Nacht. Klar, spiegelglatte See. Da kann ich auch in so ein Boot 5 Leute mehr reintun. Ja. Ohne Angst zu Und haben, dass das stattdessen, kentert, ja, ja. was ist doch ganz klar. Okay, also Ich es besteht die meine, Möglichkeit, dass man einen missliebigen Konkurrenten auch gerne ausschalten konnte. Aber lass uns noch mal kurz zu JP Morgan selber kommen. Der hatte ja ein First-Class-Ticket auf seiner
auf seiner Jungfernfahrt selber, der wollte da mit dabei in einer Luxuskajüte, wie wir es auch kennen aus diesem Film. Na, die hatten ja da wirklich Paläste gebaut, schwimmende Paläste. Deswegen war das ja auch so ein Riesenthema damals. Das war so, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, was für ein Hype das ausgelöst hat, diese ganze Titanic. Aber Mr. JP Morgan hat nicht nur sein Ticket dann eingelöst oder hat gesagt, nee, ich verzichte auf die Reise, sondern hat sogar seine gesamte Kunstausstellung, die eigentlich hätte verschifft werden sollen, doch noch kurzfristig abziehen lassen. Was hältst du davon? Ungeheuerlich, nicht wahr? Also erstmal muss man sagen, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Morgan dieses Ticket öffentlichkeitswirksam nur gebucht hat, um eben die anderen Großkopferten an Bord zu locken. Denn man muss sich ja jetzt vorstellen, der größte Banker der Vereinigten Staaten, wenn nicht der Welt, der ist dann da im Salon oder auf der Promenade kann man den treffen und so. Da kann man doch mal über das eine oder andere Geschäftel retten, reden. Denn weglaufen kann er mir im Prinzip jetzt mal nicht, ja, 10 Tage so. Und da könnte man doch mal über den einen oder anderen Business Deal reden. Und ich denke, das war für einige Leute, für viele Leute ein Anreiz, da überhaupt mitzufahren. Aber Herr Morgan hat sich also ganz kurz vor Abfahrt fein säuberlich verkrümelt. Und wie du schon sagtest, hat er auch seine Kunstgegenstände, die er nach in die USA mitnehmen wollte, von Bord geholt. Warum? Kann ich mir nicht erklären. Das nächste ist aber, was ich eben auch herausfinden konnte, wenn man sich den Morgan mal anschaut, dann ist er um diese Zeit nie in den Vereinigten Staaten gewesen, sondern immer in Italien, in einem bestimmten Kurort. Also zu dem ist er dann auch hingefahren, statt mit der Titanic, Pseudo-Titanic mitzufahren, ist er zu seinem üblichen Kurort um diese Zeit gefahren. Der hatte nie vor, mit diesem Schiff irgendwo hinzufahren, ja. Er war auch Und putzmunter und nicht krank, wie er war auch putzmunter gesichtet worden kurz nach dem ja. Untergang und nicht, wie er angab, krank und konnte deswegen nicht mitfahren, ja. Nee, er hatte eine junge Geliebte da mit in Italien, ja, also so besonders gebrechlich scheint er nicht gewesen zu sein, ne? Obwohl er eben Krankheit als Grund angegeben hatte, warum er diese Reise gecancelt hatte. Also unglaublich viele Punkte, die einem kritischen Menschen sofort ein großes Fragezeichen aufs Hirn tätowieren müssen. Ich habe in der Recherche für unser Gespräch versucht, noch ein paar Dokus zu finden und Texte und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass im Vergleich zu 2012, wo ich das auch schon mal gemacht habe, das Internet eigentlich bezüglich dieser Sachen fast gereinigt ist. Also ich habe jetzt es gibt eine englische Doku aus den 80er, 90er Jahren, ich weiß nicht genau, vom Bildformat 4 zu 3, grobkörnig, müsste das eigentlich noch so videotechnisch gewesen sein. Das war wahrscheinlich 90er Jahre oder späte 80er. Und die war sehr gut, die ging auch auf deine These ein und hat diese Punkte beleuchtet. Die gibt es heute nicht mehr bei YouTube. Und da frage ich mich dann schon, also wenn das jetzt vor über 100 Jahren war, das ist jetzt fast 4 Generationen her, 111 Jahre, wer könnte denn jetzt noch ein Interesse daran haben, diese Story aufrechtzuerhalten? Weil das ist doch schon lange, die Beteiligten sind doch schon lange weg. Man könnte das doch jetzt endlich mal Nein, aufklären, so, ja. nein, wir reden ja von unseren berühmten Netzwerken und der Kabale und diesen Eliten, ja. Die sind ja immer noch da. Selbst also JP Morgan Banken gibt es heute noch, ja. Also er ist natürlich schon lange tot und so, aber diese Netzwerke leben ja weiter und diese Mythen, die sie schaffen, die werden dann über die vielen Jahre auch gewartet. Also auch die Mondlandung wird gewartet. Medial, psychologisch, ja. Also man bringt neue Dokus raus, neue Beweise für den Untergang der Titanic, neue Beweise, warum sie sinken musste, weil, keine Ahnung, der Obernieter sowieso dem Tag schlecht geschlafen hatte und die falsche Niete benutzt hat. Irgend sowas, um die Stahlplatten zu vernieten, ja. Oder man hat herausgefunden, die Nieten waren überhaupt viel zu schwach und sowas. Und sowas kommt von Zeit zu Zeit als Schlagzeile in die Medien, um diesen Mythos zu warten, also um ihn zu stabilisieren.
Also du sprichst von Netzwerken, die generationenübergreifend Ja, arbeiten, wie zum Beispiel auch an absolut. dem Kennedy-Narrativ. Das wird jetzt dieses Natürlich. Jahr 60. Ich habe vor 10 Jahren zum 50. im Geo-Spezial, Geo ist doch so eine Wissenschaftsmagazin, da gab es ein Sonderheft zu 50 Jahre Kennedy. Und ich erinnere mich, dass einer der Klar. Abschlussartikel von der Chefredakteurin selber geschrieben wurde, dann eben, ja, auch es gab viele Verschwörungstheorien, aber erhärtet hat Ja. sich gar nichts. Oswald ist die Nein. einzig plausible Erklärung. Na klar. Buch zu, Klappe zu, Affe tot, so nach dem Motto, ja. So sieht's aus. Also diese Mythen werden immer weiter gewartet, medial-psychologisch, durch solche Auffrischungsnachrichten, sage ich mal. Ja. Denn das ist ja so, also stabilisieren musst du eigentlich nur die Lüge. Die Wahrheit würde sich selber stabilisieren. Die Wahrheit ist eigentlich viel stabiler als die Lüge oder der Mythos. Und deswegen musst du einen Mythos immer warten und stabilisieren und auffrischen, damit er auch stabil bleibt, sonst klappt er irgendwann in sich zusammen, ja. Also, ich bin nach wie vor fasziniert von diesem Thema, auch wenn natürlich unterschwellig da diese Riesenkatastrophe mitschwingt. Das ist im Kollektiv der Menschheit so verhaftet geblieben, weil es wahrscheinlich auch der erste große multimediale, das große multimediale Ereignis war. Das war das 9-11 von 1912. Also Richtig, kann 1500 man Tote, sagen. die dann zum ersten Mal dann eben so multimedial auch wahrgenommen worden sind. Dieser Mythos des unsinkbaren Schiffes, die Welt wird, das war ja, der Höhepunkt des industriellen Zeitalters, das seit 50, 60 Jahren so Fahrt aufgenommen hat. Wir immer größer, immer schneller, immer besser, immer mehr. Wir Menschen können alles. Und dann kam es plötzlich zu diesem tragischen Unglück mit so vielen Toten. Und jetzt und mit diesen Gesichtspunkten, mit diesen ganzen Fakten, die du zusammengetragen hast, müssen wir das vielleicht alles neu denken. Also was mich natürlich auch interessiert hat und warum das jetzt in so unsere Zeit perfekt auch hineinpasst, ja, das war ja ein geplanter Untergang. Ich denke, das ist total erwiesen. Und so ein Schiff ist ja wie eine Mini-Gesellschaft oder wie ein Mini-Abbild einer Zivilisation, ja. Und hier wurde eine solche Mini-Zivilisation geplant, versenkt, mit allen dazugehörigen Medienoperationen, Legenden und Propaganda, ja. So wie wir jetzt auch beschallt werden und wie man uns Bilder zeigt über den jetzigen geplanten Untergang der westlichen Welt, speziell Deutschlands, ja. Da serviert man uns ja auch einen Haufen Mythen, warum jetzt aber das und das passiert und warum wir die Ukraine unterstützen müssen. Und warum wir unsere Heizung auswechseln sollen, alles nackter Blödsinn, die Sache mit der Klima, mit dem menschengemachten Klimawandel. Aber das sind eben diese Mythen, die erforderlich sind als Schluckhilfe für diesen geplanten Untergang. Und deswegen kann man aus dieser Titanic-Sache auch wahnsinnig viel noch heute herausziehen und lernen, wie man so eine Operation durchzieht, technisch natürlich einerseits, aber andererseits, wie man sie auch mit Schluckhilfen versieht, dass man sie leichter schlucken kann und dass man sie den Leuten leichter unterjubeln kann und sie völlig in die Irre führen kann, worum es wirklich geht. Und das ist ja heute auch so, bei unserem heutigen geplanten Untergang. Ja, Gerhard, ich lasse es an dieser Stelle stehen. Dein Schlusswort, den Bogen gespannt zu dem großen Thema, das wir auf unserer Seite jetzt haben in unserer Zeit. Also vielen Dank nochmal für die Arbeit, die du schon vor langer Zeit in das Buch gesteckt hast und jetzt auch die Gelegenheit für die Leser, das ganze Buch nochmal neu zu beziehen. Im Kopfverlag ist es jetzt erschienen und ich empfehle allen Zuschauern wirklich so schnell zuzuschlagen, solange es noch da ist, weil ich glaube, viele Menschen werden genau im Detail lesen wollen, ob die Geschichte wirklich so hanebüchen ist, wie sie klingt, oder ob da viel mehr Fleisch dran ist an dem Knochen, wie du jetzt eben in dem Gespräch auch gezeigt hast. Also vielen Dank für die Zeit, dass du dein Buch vorgestellt hast und alles Gute für dich, lieber Gerhard. Nichts zu danken. Ich bedanke mich für das Gespräch, Robert. Vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauer, was würden Sie beim Faktenchecker über so ein Gespräch lesen? Vielleicht, wenn der Aluhut glüht und die Schwurbelkiste rappelt, vielleicht wird man mit solchen Argumenten dann versuchen, diese ganzen Zahlen, Daten und Fakten zu diskreditieren. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe dieses Buch jetzt 3-mal gelesen und je öfter ich über diese ganzen Informationen nachdenke, desto mehr verdichtet sich da ein Bild, dass sogar bei diesem großen Ereignis des Titanic-Untergangs etwas ganz anderes im Hintergrund abgelaufen ist. Also wirklich spannende Lektüre, fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite und vor allem gibt es natürlich dann auch einen Blick auf Mächte im Hintergrund, die schon vor langer, langer Zeit gewirkt haben. Hier ist es zu beziehen beim Kopf Verlag, aber vielleicht bestellen Sie es bei uns über unseren Link, dann bekommen wir auch einen kleinen Obolus davon und ich bedanke mich zum einen für die Aufmerksamkeit und natürlich dann auch für die ganze Unterstützung von Ihnen, liebe Zuschauer, denn ohne Sie wäre unser Programm schon lange nicht mehr machbar. Damit alles Gute nach draußen und bis zum nächsten Mal hier bei Achtung Buch.